Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch eins unserer Lieblings-Thai-Rezepte, Hühnchen mit Cashewnüssen oder Chicken Cashewnut. Ich habe das schon mal gemacht im Opti-Grill, da geht das auch gut. Heute möchte ich es mal ganz traditionell im Wok zeigen. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles liegt bereit für mein Hähnchen Cashewnut, heute mal ganz traditionell im Wok. Hühnchenfleisch, ich habe hier Hühnerbrust genommen, das ich so in mundgerechte Stücke geschnitten habe. Das Ganze werden wir gleich mischen mit ein bisschen Speisestärke und Sojasauce und werden das so ein bisschen marinieren, bevor wir dann weitermachen. Ich habe außerdem hier schon mal Zwiebeln geschnitten und Paprika, genaue Mengen wie immer in der Infobox und eine Möhre. Dann kommt natürlich dazu Cashewnüsse, die wir dazugeben werden. Kein Salz mehr, die sind gesalzen, da ist genug Salz dran. Ja, um so ein bisschen Geschmack reinzukriegen, haben wir hier dann nochmal eine Knoblauchzehe oder genau zwei große Knoblauchzehen. So ein ordentliches Stück Ingwer, was ich hier klein geschnitten habe. Und damit es wieder ein bisschen peppert bei mir, so zwei kleine Chilischoten. Das erstmal hier auf der linken Seite jetzt sozusagen die Hardware und dann kommen wir auf der rechten Seite zu den Sachen, die wir für die Soße brauchen. Und die ist wirklich lecker. Zunächst mal als Basis nehmen wir hier Hühnerbrühe. Dann kommt in die Soße, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, weil der Geschmack wirklich einzigartig ist, Austernsoße mit ein bisschen Sojasauce hier. Dann einen milden Essig, der dazu kommt, und eine Sweet Chili Soße, die das Ganze so ein bisschen abrundet und trotzdem nochmal so ein bisschen Zucker. Die Sweet Chili Soße blende ich euch jetzt mal hier oben ein. Die kann man nämlich super selber machen. Habe ich schon gemacht in der iPrep. Also falls ihr die selbst machen wollt, sehr lecker. Ja, was haben wir noch nicht angesprochen? Ach ja, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Frühlingszwiebeln. Die brauchen wir hinterher zum Garnieren. Dann hier im Zweifel nochmal Speisestärke, damit wir die Soße nachher ein bisschen andicken können. Und zum Anbraten nehme ich immer ganz gerne hier so ein Erdnussöl. Das ist gut hoch erhitzbar. Und das hat immer so einen eigenen leckeren, nussigen Geschmack. Das passt ganz hervorragend hier zu den Cashewnüssen. Ja, das war's, glaube ich, ne? Haben wir alles einmal angesprochen hier für meinen schicken Cashewnut heute mal ganz traditionell im Wok. Und dann kann ich loslegen. Ja, einzige Vorbereitungshandlung, ich mache das normalerweise, bevor ich das Gemüse schneide, dann kann das noch so ein bisschen durchziehen. Heute machen wir es mal andersrum, das macht aber nichts. Wir müssen jetzt hier nur noch unser Hühnchen mit der Sojasauce und der Speisestärke hier vermischen. Und das ist aber auch alles. Man kann das hier ein bisschen durchziehen. Und dann müsst ihr so ein bisschen mischen, dass die Speisestärke möglichst alle Fleischstücken auch tatsächlich umschließt. Dann können wir auch jetzt an den Wok gehen und können unser Hühnchen zubereiten. So, bevor wir loslegen mit unserem Hühnchen, das anzubraten, können wir die Soße schon mal fertig machen. Dann habt ihr nachher keinen Stress als zweiten Schritt. Dann haben wir auch wirklich alles vorbereitet. Also ich habe hier meine Hühnerbrühe und da gebe ich jetzt einfach alle Bestandteile, die in die Soße kommen, noch dazu hier. Also die Sojasauce und dann auch die Austernsoße. Den Essig, die Sweet Chili Soße und als letztes den Zucker. So, also das Ganze noch ein bisschen verrühren und das war's dann auch schon. Und dann können wir jetzt wirklich loslegen mit dem ersten Schritt. Die braten wir jetzt an, bis sie ein bisschen Aroma entwickeln und Farbe kriegen. Vorsichtig bei Nüssen, die werden unheimlich schnell schwarz. Also bloß nicht weggehen, immer schön aufpassen und nicht ganz so heiß. Ansonsten könnt ihr die nach 5 Minuten wirklich wegschmeißen. Auf geht's. So, und ich gebe bei den Nüssen so einen Hauch, ganz bisschen Öl dazu. Nicht viel, denn Nüsse sind ja schon relativ fettig. Aber das verstärkt nochmal den Geschmack so ein bisschen. Ja, und ihr seht, das geht schon los. Das sind wirklich nur ein paar Minuten.
So, das reicht schon. Na, nur, dass sie so ein bisschen Farbe angenommen haben. Ne? Ihr seht, hier wird so ein bisschen schwarz schon, das macht aber nichts. Mehr soll es aber auch nicht sein. Das reicht. Und dann nehmen wir die Nüsse raus. So, weiter geht's. Ein bisschen Öl in den Wok. Und jetzt geben wir unser Hühnchen dazu. Oh ja, ihr seht, das ist schon heiß genug. So, das reicht auch schon, denn wir wollen unser Hühnchen ja nicht totbraten. So, und jetzt brauchen wir hier gar nicht sauber zu machen, das lassen wir so. Jetzt geben wir hier die Gemüse dazu. Da müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen Öl dazugeben. So, das reicht aber auch schon. So, das Gemüse soll ja noch Biss haben. Und jetzt erst gebe ich meine Chili dazu, die ihre Schärfe hier jetzt loswerden kann. Mein Knoblauch. Und mein Ingwer. Das brate ich jetzt nochmal mit. Ein paar Minuten nur, bis Knoblauch und Ingwer Aroma entwickelt haben, damit es nicht verbrennt. So, das reicht auch schon. Und jetzt kommen unsere Nüsse wieder dazu. Und das Fleisch. So, und jetzt gieße ich erstmal so gut 3/4 der Soße an. Noch nicht alles, je nachdem, wie viel wir brauchen. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen aufkochen. Und ich habe jetzt hier meine Speisestärke schon mit so einem Schluck Wasser angedickt. Jetzt gehen wir erstmal die Hälfte rein, mal schauen und lassen die Soße ein bisschen andicken. Mein Chicken Cashewnut traditionell im Wok ist fertig und jetzt muss natürlich jeder selber entscheiden, wie dick er es gerne haben möchte, je nachdem wie ihr es esst, was ihr dazu esst. Ich finde, es hat genau die perfekte Konsistenz. Ja, es hat den wundervollen Glanz durch die Maisstärke hier und auch geschmacklich ist es wundervoll. Ich habe eben schon mal ein bisschen probiert. Mir war es tatsächlich noch nicht scharf genug, also es hätte ruhig noch etwas schärfer sein können. Ich habe ein bisschen nachgeschärft mit Chili-Pulver, aber das mag jeder selber entscheiden. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich garniere es noch mit ein bisschen Frühlingszwiebeln. Und das war es auch schon. Mein wundervolles Chicken Cashew Nut. Traditionell heute mal im Wok, nicht mit der Maschine, sondern ganz normal, handwerklich, macht auch Spaß. Ja, also ich glaube, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.